In diesem Video. Das war ein bisschen zu spät, die Reaktion. Verstehe, verstehe. Okay, ich muss erstmal den hier wieder kaputt machen. Dann packe ich dich hier unten hin. Dann nehme ich den Bombenmodul, packe den dorthin. Und dann machen wir folgendes. Dann nehmen wir erstmal auf die Seite. Sanktionen. Verdammt, das hat wieder nicht ausgereicht. Oh, wegen diesen scheiß Millisekunden. Moin, meine lieben Zelda-Fans und herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild. Wir werden uns heute, oh Gott, diesem Schrein hier hinten widmen. Und es ist ja folgende Aufgabe gewesen, dass wenn die Spitze auf diesem Schrein oder diesem Sockel hier steht, sollen wir einen Pfeil schießen. Jetzt ist die Frage nur, wohin? Erstmal musst du sowieso zu uns kommen. Und es ist ja dann um 15.15 Uhr circa soweit. Wir haben es ja beim letzten Mal schon mitgekriegt. Aber was sagt denn die Beschreibung? Irgendwas muss die Beschreibung ja sagen, damit wir wissen, was wir dazu machen müssen. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell, an der Turmspitze mit Mut. Schieß ein Pfeil in des Lichtes Quell. Warte mal. Kann sein, dass wir dorthin schießen müssen. In Richtung Sonne. Kann es sein? Ich hab was gehört, warte mal. Ja, lol. Das hat ausgereicht. Ich habe zwar ein bisschen verschossen, aber es hat wohl rausgereicht für den Schrein. Und damit, Freunde, haben wir unseren wunderbaren Schrein doch erfolgreich bekommen. Das war die Quest, die hier zu tun war. Eigentlich gar nicht mal so schwer. Also das haben wir ja direkt geblickt eigentlich mit dem Pfeil. Nur ich dachte, man hätte auf den schießen müssen. Aber naja, gut, dass wir das nochmal durchgelesen haben, ne? So, und damit haben wir unseren Schrein. Sasakai-Schrein. Let's go. Bin gespannt, was der beinhaltet. Vielleicht ist es ja auch nur ein geschenkter Schrein. Ich glaube eher weniger, dass es ein geschenkter Schrein wird. Weil das sieht schon so aus, als... Ach, sei es eine Kraftprobe. Ich bin schwierig. Warte mal. Kraftproben sind immer ungeil. Eigentlich sind wir aber gut ausgerüstet dafür, aber ich würde schätzen, es wird trotzdem nicht ganz so einfach. Muss ich ein Großschwert... Wir haben ja noch das Großschwert hierbei. Wow. Wisst ihr was? Das sollte schon passen. Gehen wir rein mal in den Lachs. Aber ich glaube, letztes Mal hatten wir sogar schwer und schwer war ja recht easy, was wir geschafft haben. Jetzt ist es ja wirklich nur Mittel. So, sehr schön. Ich glaube, hier kann ich tatsächlich auch das Großschwert in der Hand nehmen, weil der wird auch... Oh, shit. Ja, sehr gut. Genau den Move wollte ich nämlich wieder machen. So. Oh Gott, ich habe vergessen, dass er ja auch noch den Drehwirbelattacken hat. Ah, verdammt. Ja, aber komm, den hauen wir jetzt weg. No, mein Großschwert. Nein! Okay, alles klar. Das war's mit dem Großschwert an der Stelle. So, wir warten. Ah, nee, der macht den Move. Darauf habe ich gar keinen Bock. So, danke schön. Das würde mir jetzt zu lange dauern. Mein Freund. Und damit haben wir den Schrein doch sehr gut absolviert an der Stelle. Ja, Wächterlanze brauchen wir nicht. Wir haben jetzt ein Wächterschwert mitgenommen, was eigentlich auch tatsächlich schwachsinnig ist, aber... Besser so als gar nicht. Und dann holen wir uns jetzt, wie gesagt, diese schöne Truhe hier mit einem Eisschwert. Oh. Ja, da würde ich nicht mal Nein zu sagen. Es ist zwar nur 20, ja. Aber auf jeden Fall trotzdem besser, weil ein Einhänder ist. Ich liebe Einhänder. So, damit haben wir es endlich in unserem Inventar. Und den nächsten Schrein haben wir auch schon geschafft.
So, und ich habe auch schon ein bisschen auf die Gegend geschaut, was wir so alle zu machen haben. Wir haben tatsächlich nicht allzu viele Crocs und Schreine, die wir hier machen können. Aber die, die wir machen, werden wir auch tun. Ich meinte eigentlich, die wir machen, die wären bestimmt nicht schwer. So meinte ich das eigentlich. Aber ja, gut. Hat sich auf jeden Fall geklärt, der Schrein hier hinten. Das ist auf jeden Fall erledigt. Hier oben ist auch gleich der nächste. Also wenn wir direkt Richtung... Ja, hinter dem Turm müssten wir hin. Wisst ihr was? Wir machen das vom Turm aus, weil wir kommen vom Turm viel besser zu allen Gegenden überall hin. Das ist viel einfacher. Deswegen lasst uns mal dort als erstes hingehen. So, und zwar vom Gerudo-Turm aus müssten wir jetzt Richtung Norden, glaube ich? Ne, wir sind schon perfekt ausgerichtet dafür. Aber ich sehe noch nicht den Berg, wo wir rauf müssen. Oh, das ist der dicke Fette da hinten, ne? Ja, komm. Das kann wieder einmal nur Pino passieren. Verdammt. Wollte eigentlich nicht so tief fallen, du. Ich hoffe, das reicht aus, Link. Ansonsten müssen wir gleich den Boden von unten aufwischen mit dir. Überlegst dir gut. Entweder du schaffst es jetzt, Link, oder du bist nachher die Knetmasse, die unten auf dem Boden liegt. Und ich glaube, beides möchtest du nicht sein. Geschweige denn, innen möchtest du schon sein, dass du hier oben bist. Ich glaube, das wird nicht, Freunde. Aber ja, gut. Wir werden jetzt als erstes aber den Krog dort hinten machen, wenn wir dort hochkommen. Denn ich möchte so wenig wie möglich jetzt den Rivali Sturm verbrauchen, weil wir den definitiv hier brauchen werden. Egal wie, wo, wann, wir brauchen den auf jeden Fall hier im Gebirgstal. Weil das wird sonst absolut ehrenlos, wenn wir hier wirklich ohne Rivali Sturm durchgehen. Da brauchen wir ja ewig, bis wir überall irgendwo hinkommen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst! Ja gut, dann teleportieren wir uns mal. Manchmal hast du Glück, Link, dass ich noch teleportieren kann. Ach, Freunde, guck mal, wir sind ja schon hier oben drauf. Ich brauche ja eigentlich ja nicht mehr so weit. Guck mal, weil hier unten ist einer. Und daneben ist auch nur einer. Wieso sind hier so viele Felsen? Warte mal, was ist denn hier? Seht ihr das? Ich probiere jetzt was aus, Freunde. Wir wissen, was hier drin ist. Weil das kommt mir sehr sass vor. Warum sind hier Felsen davor? Oh, nein. Hä, wie soll man denn da durchkommen? Was ist da überhaupt? Vielleicht werden wir das irgendwann herausfinden. Vielleicht werden wir das aber auch nie herausfinden. Ich werde das auf jeden Fall jetzt in Ruhe lassen. Weil mir ist jetzt folgendes wichtig. Oh, warte mal. Ich merke den Schreiner ja nicht, der hier in der Nähe sein soll. Da sollte eigentlich der Schrein sein. Aber hier unten ist er ja nicht. Oh, hier ist ein Sockel. Oh no. Das ist eine Schreinquest, Freunde. Und was für eine Schreinquest ist das jetzt? Jener, der nach Macht sucht, möge den hellblauen Stein darbieten. Den hellblauen Stein? Meinst du also den Saphir? Also, hellblauer Stein, Freunde, ist für mich ein Saphir. Oder ein Diamant. Wir probieren es mal mit dem Saphir. Nein. Nicht so. Denn vielleicht den hier? Nee. Was ist denn der hellblaue Stein? Hellen blauen Stein. Ein hellen und blauen Stein. So viel haben wir doch gar nicht. Wir haben jetzt nur noch einen Leuchtstein, der überhaupt nicht blau ist. Ein Feuerstein, der ist jetzt nicht hellblau. Und vor allem, wo müssen wir das hinschleppen? In hellblauen Stein. Ja, das ist eine sehr gute Frage, was der hellblaue Stein sein soll. Oh, du bist so ein mieses Stück, Alter, ihr kleinen Kothunde. Ja, jetzt hast du wohl keine wieder Probleme, ne, mein Freund. Was
haben wir denn noch für Steine denn übrig? Also es kann nur einer dieser Steine sein. Wir müssen einfach alle durchprobieren. Ich nehme meinen Leuchtstein in die Hand. Vielleicht ist da was irgendwas. Hier, guck mal, ich gebe dir meinen Leuchtstein. Leuchtstein. Nein! Das ist doch... Hä, der ist grau! Obwohl, warte mal kurz. Wenn die leuchten in der Nacht, dann sind die blau. Oh mein Gott. Darauf hätte man kommen können. Darauf hätte man kommen können. Ja, ich würde sagen, spät, aber besser als nie. Aber wäre ja die letzte Möglichkeit gewesen. Es gibt ja nichts anderes, außer hier Leuchtsteine anscheinend. Der Tipp mit den Leuchtsteinen wäre auf jeden Fall krass gewesen. Oh, wenn du jetzt noch einmal hier rumrennst, mache ich aus die Jägerschnitze à la Kazam, Junge. Du bist hier so ein Wolf in der Nähe, Mensch. Ich glaube, ich spinne. Vielleicht hätte ich einfach mal die Felsen zerschmettern sollen, dann wüsste ich, was dahin gehört. So schwer war es jetzt nicht herauszufinden, dass das alles wirklich nur mit diesem Leuchtstein zu tun hat. Ja gut. Habe ich gesagt, es wird einfach? Nein, habe ich nicht. So, und damit sind wir schon drin in den Schrein. Zweierlei Bomben. Gee, du Schrein. Okay, zweierlei Bomben heißt, wir werden heute mit den beiden Modulen arbeiten. Ich habe schon was gesehen, was ich kaputt machen möchte. So, und da haben wir schon unseren ersten Durchgang. Alles klärchen. Hier gibt es auch wieder, wollte ich gerade sagen, ein paar Truhen, die wir natürlich holen sollten. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal den silbernen Rubin. Was? Das waren alle? Wow. Okay, traurig. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Mhm. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Oh nein, jetzt dauert das wieder eine Weile. Ich will den nämlich hier ablegen, weil ich glaube, da oben kommen wir nur lang, wenn wir mit denen hier arbeiten. Ja. Verstehe. Gut, dann arbeiten wir tatsächlich wirklich nur mit den Bomben diesmal, um hier durchzukommen. Und ich schätze mal, in jedem Etage, genau, gibt es eh so ein Teil, aber schade, dass hier hinter keine Truhe mehr ist. Aber warte mal. Ah, nee, warte mal. Doch, wenn wir den jetzt hier nach unten machen, ne? Bruder, das war jetzt nicht klug von mir, ne? Können wir zwei Bomben legen, ist die Frage. Jo, können wir. Das war ein bisschen zu spät, die Reaktion. Verstehe, verstehe. Okay, ich muss erstmal den hier... wieder kaputt machen, dann packe ich dich hier unten hin. Dann nehme ich den Bombenmodul, packe den dorthin. Und dann machen wir folgendes, dann nehmen wir erstmal auf die Seite. Sanktzünden. Verdammt, das hat wieder nicht ausgereicht. Oh, wegen diesen scheiß Millisekunden. So, jetzt nochmal. Bitte aber richtig. Ehre. Kann ja nicht so schwer sein eigentlich. So. Ja, geht doch. Aber geiles Rätsel auf jeden Fall. Also das geht doch, wenn man das endlich mal nach 5 Millionen Jahren her hin hat. Geht das tatsächlich. So, und hier haben wir einmal... Eisenteil, ja, ich pack mal. Du mieses Stück. Mal gucken, was mit dem passiert. Ach so, warte mal. Ich brauch beide, oder? Oder habe ich jetzt eh eine falsch verlegt? Komm mal her hier. Und die schwingt jetzt von der einen zur anderen Seite.
Und dann müssen wir den wahrscheinlich explodieren. Dann ist das oben zu. Und wenn wir jetzt den anderen, den haben wir ja auch da. Die andere Bombe. Die müssen wir perfekt ziehen lassen. Ja, sehr schön. So kommen wir doch hier durch. Gut zu wissen. Weil ich dachte, erst habe ich das verschossen, die Ene, weil ich dachte, wir müssten so oder so eben mal ringsherum. Aber nein, tatsächlich brauchten wir sogar beide Bomben. Und danke für das Zeichen der Bewährung Nummer 7. Damit haben wir zwar jetzt den zweiten Schrein gemacht, der jetzt so ein Secret beinhaltet. Wollte ich eigentlich jetzt nicht, weil ich erst auf die Crocs aus war. Aber hey, warum nicht, ne? Wieso sollte man das nicht gleich machen? Was weg ist, ist weg. Und vor allem, solche Missionen können ja manchmal ein bisschen ihn aufhalten. Aber wenn man das direkt hinkriegt, dann ist das eigentlich relativ gut machbar. So, aber dann holen wir jetzt die Bienen-Crocs da hinten. Denn ich glaube, beide sind Kreis-Crocs. Das heißt, wir müssen von irgendwoher einen Stein holen. Oh no, ich glaube, ich weiß sogar woher. Und diesen Kreis vervollständigen. Und ich glaube, das ist nicht gerade wenig weg. So, ihr müsst aber dafür weichen. Okay, machen wir es so. So, weg mit dir. Mehr brauchen wir nicht. Denn ich glaube, hier hinten, wie gesagt, müssen wir komplett einmal durchlaufen, um den Stein dahin zu platzieren, wo er hinhört. Ja, hier fehlt einer. Nee, oh mein Gott, Ehre. Doch nicht so ein weiter Marsch. Ich hatte Angst, ich hab da vorne waren nämlich nur 2, 3 Steine und ich wusste jetzt nicht, was da passiert, wenn wir jetzt das nicht holen würden. Sehr schön, noch ein süßer Krogsamen für uns, auch wenn wir die immer noch nicht gebrauchen können, die Kackdinger. Weil wir haben jetzt einfach 215 mehr, als man braucht. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wir haben jetzt, sind jetzt circa bei 680 oder 650. Von 900, die ich kenne. Geschweige, die es hier gibt. Also dementsprechend, wir haben noch ein stolzes Stück vor uns. Aber wir kommen gut voran, das kann man schon mal nicht leugnen. Und Hallöchen, Wölfchen, ich hoffe, ihr wollt kein saftiges Fleisch von mir haben. Ah, natürlich. Ihr könnt auch einfach rennen. Ja, sehr gut. Oh nein, ich sehe schon, was ich da hinten machen muss. Eine Schützenaufgabe. Ich liebe diese Schützenaufgaben. Ihr kennt sie ja. Die Luftballons wieder wegschießen. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Und vor allem kann ich das hoffentlich mit einem Bombenpfeil lösen. Vielleicht kann ich es ja auch so lösen, ohne zu schießen. Aber ich glaube nicht. Gucken wir mal. Ich glaube tatsächlich, mit einem Bombenpfeil könnten wir das machen. Ich muss nur gucken, dass ich genau in der Mitte... Was? Hallo? Ach da. Hä? Jetzt hat er mir die Pfeile auswählen lassen. Scheibenkleister, das wird jetzt heftig. Mhm. Hat nicht ganz funktioniert. Ja! So erspart man sich nämlich die Pfeile. Oh, sehr gut. Das freut mich, dass ich das im zweiten Versuch hingekriegt habe. Bin ich ehrlich. Sehr gut. Dann haben wir die nämlich auch schon mal. Und dann würde ich sagen... Boah, gehen wir gleich hier hoch. Holen wir uns gleich die nächsten Crocs. Wie viele Tempel gibt es denn eigentlich? Schreine gibt es denn eigentlich noch? Hier ist einer. Das ist aber doppelt markiert, weil da unten noch was ist. Hier ist einer. Den können wir aber noch nicht machen, weil das ist ein anderer Schrein. Das ist wieder der DLC-Schrein. Noch 4 Schreine gibt es hier insgesamt. Also doch nicht so wenig, wie ich dachte. Ich habe ja gedacht, so 2, 3 Schreine gibt es hier nur. Weil das auch immer so aussah, als ob das Gebiet super, super wenig beinhaltet. Aber gar nicht mal so wenig. Also ich bin sehr positiv erstaunt, dass wir hier wirklich 4 Schreine noch haben. Geschweige 5 Schreine mit dem DLC-Schrein. So, nein, euch beide ignoriere ich mal komplett. Wie viel haben wir denn eigentlich noch einen Rivali-Stürme? Einen, um genau zu sein. Boah, kommen wir da noch komplett nach oben? Ich glaube nicht. Aber zumindest zu dem einen Abhang hier können wir hoch. In der Hoffnung, dass mir jetzt die Fledermaus nicht hinten im Nacken klemmt. Ja!
Ja, die klemmt mir nicht im Nacken. Was ein Glück. Oh, mir wird kalt. Das ist schlecht. Ich habe ja eigentlich... Ja, die Orni-Rüstung. Damit sollte uns nicht mehr allzu kalt sein. Und dann können wir hier ganz gemütlich eigentlich nach oben klettern. Ist jetzt die Frage, reicht meine Energie aus? Ja, knapp. Knapp, aber reicht aus. Oh, guck mal, da ist der Donnerdrache. Den brauchen wir zum Glück auch nicht mehr. Die haben wir aber auch abgeschlossen, die geilen Drachen. Oh nein, und das ist ein Felsen, oder? Aber ich glaube, das kann ich runterschieben. Schneewölfe, okay. Solange ihr mir nicht angreift, ne, ist mir alles voll völlig Wurst. Aber bevor ich hier irgendeinen Fail mache, speichert man immer vorsichtshalber ab, ne? Oh, wollt ihr mich jetzt ärgern, oder was? Wollt ihr mich jetzt ärgern? Okay, können wir gerne haben. Ich gehe mal nur kurz in meine Inventartasche, hole mal ein schnelles Messer durch raus und haue euch jetzt richtig euren Nacken weg. Überlegt, was er tut, sonst seid ihr gleich Menschenfutter. Boah, alles klar. Alter, du. So. Mein Freund. Einmal angegriffen und dann nie wieder. Verschwinde. Ich beobachte euch, ihr kleinen dreckigen Wölfe. Kann ich nicht den schieben? Ach komm, Link. Weißt du, du kannst jeden Ball schieben, aber der ist dir jetzt zu schwer, oder was? Mein Gott, ey. Oh, liege mit Niesen. Entschuldigt dafür. Aber Niesen ist halt eine menschliche Begierde, die müssen wir leider alle durchhalten. Eieiei, oh nee. Mögen tue ich's trotzdem nicht. Alter, wenn du vorbeirollst, ne? Ich mach aus dir. Danke. Das wäre sau ehrenlos jetzt gewesen. So, Krocksam erreicht. Perfekt. Haben wir denn noch irgendwas hier in der Nähe vielleicht? Ja, hier oben eventuell noch ein Krok. Dann holen wir den noch nach. Dann haben wir wenigstens noch den geholt. Aber Kroks gibt es hier tatsächlich nicht viel, habe ich mitgekriegt. Also wir sind... Ich habe jetzt 40 Stempel gesetzt insgesamt. Auf diese kompletten Plateau. Und ich finde, das ist einer der wenigsten Stempel, die ich verbraucht habe. Ich erinnere mich noch am Anfangsbereich, wo ich gefühlt 103 Stempel setzen musste, um alles, wirklich alles mitzunehmen. Tja, da kann man mal sehen. Oh no, wenn ich jetzt schon wieder sehe, ne? Ein Glasirock. Oh, warte mal, ist jetzt gerade mein Master Sword kaputt gegangen? Nicht dein Ernst. Ah ja. Kehrt zurück in 10 Minuten. Vorhin habe ich leider ein bisschen zu sehr benutzt. Oh mein Gott! Du fetter Stein, Alter! Findest du jetzt witzig, oder was, Glasirock? Nein, wisst ihr was, Glasirock? Bleib da unten und heul, du hässlicher, fetter Kloß. Oh, ich hab nichts gesagt. Ich suche ja schon nicht weiter. Oh, hier gibt's Wildbeeren. Den nehme ich noch mit. Ich glaube, der Freund ist nicht gerade glücklich darüber, was ich mit seinen anderen Freunden getan habe. Ja, passiert, ne? So ist das Leben. Gefressen oder gefressen werden. Hat das hier die Aussage? Ey, sag mir nicht, der kommt mir hinterher. Wenn der mich jetzt verfolgt, dann bin ich sauer. Dann glaubt mir, dann bin ich sauer. Der kann mir doch jetzt nicht hinterher verfolgen. Weißt du, das ist so ein fetter Felsen, dass der sich überhaupt bewegt. Okay. Wie weit ist es noch bis nach oben? Weit. Weit, Freunde. Weit. Hilfe. Glasirock, wir können über alles reden. Du musst keine Steine werfen. Du musst doch nicht wütend sein, dass ich in deinem Revier war und vielleicht ein paar Sachen geklaut habe. Oh mein Gott, er wirft Steine. Na! Du bist so ein mieses Stück Kurt, ne? Du bist so ein mieses Stück Kurt. Ich hasse dich und deine ganze Verwandtschaft, du kleiner Scheißstein, ne? Ich hoffe, du wirst irgendwie verprügelt als Stein oder so. Wie kannst du nur so eklig zu mir sein? Ich war dein bester Freund, Glasirock. Ah, jetzt interessiert es dich nicht mehr, ja? Okay. Danke. Danke für deinen ehrenhaften Support.
lieber Glasirock. Kommt der an und schmeißt einen Stein auf mich. Ich glaube, ich spinne. Vor allem trifft er denn noch. Ja, moin. Sehen wir mal. Die Gegner von Zelda sind echt manchmal ein bisschen unaufhaltsam. Wenn die Bock auf dich haben, dann haben sie aber richtig Bock auf dich und wollen dich richtig wegschnetzeln. Gut, ist denn... Ah, der Krok ist hier in der Nähe. Er müsste hier oben gleich um die Ecke sein. Müssen wir zwar nur einmal kurz runter, aber das geht ja noch. Im Übrigen haben wir gleich irgendwie der Rivali Sturm. Das heißt, beim nächsten Mal würden wir denn wieder mit Rivali Sturm durch die Ecke laufen oder durch die Welt laufen, was sehr gut ist. Der Rivali Sturm ist sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig, wie es ist, den Stein hier zu finden. Der ist jetzt nicht da oben, oder? Wo ist der fucking Stein? Oh nein, ist dein Ernst, Junge? Geh mal weg, mein Freund. Ja, dann werde ich erstmal nach oben gehen. Ich werde mal gucken, ob da oben der Stein ist. Weil, wie gesagt, das Symbol sagt in der Richtung nach oben. Und meistens sind die ja dort in die Richtung verbuddelt, vergraben oder was auch immer. Aber es sieht auch so aus, als könnte man hier oben auf jeden Fall einen Stein finden. Oder auch nicht. Cool. Ja, wo soll der Stein sein? Rivalis Sturm ist bereit. Mhm. Hier oben oder was? Nee, das ist eine Truhe. Wo ist denn der blöde Stein? Okay, ich bin absolut verwirrt, Freunde. Wo ist der fucking weiße Stein? Schön und gut, dass wir noch eine Truhe finden, aber ich will immer noch den Stein finden. Wo ist der? Hier ist er nicht. Oh mein Gott. Dein Ernst? Und da soll ich nicht runterfliegen? Weiß ich jetzt nicht so. Oh Gott. Alter, ist der Gang schmal. Junge, 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 Junge. Ich sag's euch, immer runterfallen und der Stein ist für immer weg und ihr seid richtig salzig. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Ich auch nicht. So. Sehr gut. Aber erstmal darauf zu kommen, dass der hinter einem kleinen Eck versteckt ist. Naja, also die Entwickler sind schon frech hier an der Stelle. Oh, ich wollte den ja nicht mitnehmen. Ja gut, Freunde, dann haben wir aber auch diesen Krok geholt. Und beim nächsten Mal wird es dann weitergehen. Da haben wir ja noch ein paar Kleinigkeiten offen, nicht wahr? Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne Bewertung, Daumen nicht zu verpassen, abonniert den Kanal. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis dann und ciao.